Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge hier auf der Hot Online Farm im Multiplayer. Am Start heute ich meinerseits und Harmonion auf der anderen Seite. Wir reden immer noch nicht, außer mir. Harmonion redet noch nicht. Wir schreiben uns nach wie vor unsere Nachrichten. Wir sind stehen geblieben beim letzten Mal hier beim Ansehen. Dieses Feld 116. Sind jetzt ganz groß hier in unser Bier-Imperium eingestiegen. Ja, riesengroß vor allem. Ja, wir haben es einmal eingekauft, haben Geld losgeworden. Und haben jetzt hier dieses Feld 116 mit Weizen. Und das 115 macht der Harmonion gerade mit dem Pflug soweit fertig, damit wir da Gerste dann ansehen können. Wir sind hier gleich durch. Mit dem Ansehen von dem Weizen ist nicht riesig, aber ein bisschen was für die Brauerei wird es hoffentlich genügen, wird reichen, dass wir so nach und nach unser Bier-Imperium dann starten können. Ja, schauen wir mal. Wie das dann am Ende aussehen wird. So, unser Weizen ist somit durch. Dann beenden wir hier das Ganze. So. Ändern das unten um auf Gerste. Dann wollen wir das Ganze doch rüberfahren auf die 115. Und dann müssen wir gar nicht so arg weit fahren. Den stellen wir einfach mal nebenan. So. Harmonion ist ja fleißig beim Pflügen, so ist es recht. Ja, hier ist auch ein Glas. So, was wollte ich machen? Ich wollte einen Hänger tauschen. Wir haben den Düngerstreuer, okay. Ich glaube, wir hätten noch mal düngen können vorher, so wie ich es im anderen gemacht habe. Haben wir jetzt hier nicht, egal. Klauen wir jetzt diesen hier mal. Ich möchte gern diesen Hänger hier mal nehmen. Zumindest ist es diesen Kollegen. Da müssen wir langsam fahren. Hier ist nämlich ein Blitzer versteckt. Der Kollege ist schon ein, zwei Mal jetzt geblitzt worden. Da müssen wir verdammt aufpassen. Die sind hier echt schnell dabei und die Strafen, die sind so horrend. Also da schaut man sich echt um. Ist man echt platt. Ich habe gedacht, wir könnten vielleicht Zilo davor setzen. Aber es funktioniert leider nicht. Ich will mal gucken, ob ihr das auch seht. Wo haben wir es denn? Ja, es sind wir doch dran vorbeigefahren. Das ist hier irgendwo versteckt, schaut mal her. Irgendwo hier. Schaut mal hier. Hier ist die hübsche Dame. Schaut mal. So, da. Ja, schön versteckt. Guten Tag. So, wir haben sie entdeckt. Und da ist der Blitzer. Ja, schaut schön auf die Straße. Hier braust man durch, macht Blitze, Platze, Blutz und ist geldlos. Wunderbar. Nicht wirklich. Und die sind wirklich scharf. Und das heißt, im Multiplayer, alle Achtung. Aber was ich als erstes jetzt machen möchte. Oh, ja, genau. Hier die Deichsel wegdüsen. Das wollte ich natürlich nicht tun. Sondern ich möchte den mir gerne anhängen und möchte den loswerden. Jetzt kriege ich ihn natürlich nicht mehr angehängt. Ja, super, habe ich das mal wieder angestellt. Müssen wir ein bisschen wegschieben. Rückenschmerzen? Keine Rückenschmerzen.
War. Ja, wisst ihr, dass ich die ausgetauscht habe? Bitte nicht verraten. Ja. Jetzt kaufen wir halt schnell eine neue, nicht wahr? Ja. Frech kommt weiter, ich weiß. So, ja, genau. Hier sind wir stehen geblieben. Ja, immer nett, natürlich. Ach, wenn ihr nur wisst, dass ich die ausgetauscht habe, ne? Weiß er zum Glück nicht. Ein Vorteil, dass man nur schreibt. Fahrzeughändler, da wollen wir hin und fahr mal bitte hin. So, welchen Hänger? Er wollte noch irgendwas anderes tauschen, hat er mir vor kurzem noch erzählt. Ich wüsste jetzt aber kurz nicht welchen oder was er da meint. Apropos, wenn ich jetzt mal gucke, müsste ich doch hier sehen können. Unsere Brauerei. Ja, tatsächlich. Ich sehe die Brauerei. Oho. Aus dem Friesenjungen. Gehen wir mal in den Shop. Lass uns doch mal schauen, was wir hier haben. Friesenjungen. Das können wir vielleicht hier mal suchen. Da gibt es sechs Friesenjungen. Natuljogi. Anhänger. Was haben wir hier? Okay. Was er meint. Ich habe die jetzt nicht gefunden. Wo findet man die denn? Fliegel BBT Pack sind sie nicht, den haben wir ja. Diese hier? Bei den Kippern. Ja, da waren wir, ne? Sind das die Flegel Cargo Line? Oder welche meint er da? Da bin ich jetzt etwas überfragt. Ja, da hat es den Vorteil, wenn man da mal kurz redet. Ne? Das ist natürlich bei sowas ist es dann ideal. Da sucht man sich dann ein bisschen den Wolf. Ah, die Cargo Line. Poh. Was meint ihr? Passen die da hin? Das sieht mit Sicherheit komisch aus, oder? Ich meine, gut, das sieht auch nicht besser aus. Können die besser? Was
können die besser? Lass uns mal schauen. Ja, das Gut, muss ja kein großer sein, sondern Doppelachser, Einachser, Rundballen, Querballen, Paletten, Rundballen, Quaderpaletten, Baumwollballen, 3, 450 Eierkartons. Okay. Und den, wo wir jetzt haben. Ich probiere. Wir probieren das mal aus. So. Wir schicken den jetzt einfach auch mal rüber. Und dann schauen wir mal, ob das funktionieren mag. Heute sind wir ein bisschen auf Shoppingtour. Ich hoffe, das ist okay für euch. Dann schickt man auch zum Fahrzeughändler und Feuer. 8:39. Kollege arbeitet. Die Schwaben shoppen. Wo bist du, lieber Helfer? Okay, du guckst es hier bei uns im alten Feldern herum. Das ist dein Weg. Wie schaut es denn hier aus? Können wir hier eigentlich schon, ja, wir könnten theoretisch eigentlich schon loslegen, ne, mit Ansehen. Eigentlich könnten wir das ja schon mal starten, bis das mal losgeht dort unten, bis die da sind. Fangen wir einfach mal an mit Ansehen. Nur so kann das hier was, das ist ja ein Riesenfeld, oh Gott. Okay. Na gut, nicht umsonst hat es ja auch 270.000 fast gekostet, ne? Also Schnäppsche war es nicht. Ein Schnäppsche ist was anderes. Aber wir können ja nicht nur Schnäppchen hier fahren. So, das brauchen wir. Das wollen wir haben. Zweimal an, einmal aus. Die 9 Meter. Ja, komm. So. Dann... Ah, wir sind wieder vorne. Runter. Und Sämaschine ist angeschaltet. Dann müssen wir noch vorwärts fahren. Man kann die hier loslegen. Und los geht's mit der Gerste. Schon ist die erste Bahn erledigt. Wir beenden hier dann mal kurz das Ganze. Wir machen hier einen schönen, hübschen Bogen um diesen doch so tollen Baum. Einmal rundherum. Und beginnen hier erneut wieder runter das Ganze. Und gib ihm. Die ist zurück. Ja, da wir hier doch um einiges größer sind, haben wir 6 Meter, er hat nur 4 Meter beim Tiefenlockerer, sind wir dann doch ein bisschen schneller beim Ansehen. Gerste funktioniert zum Glück auch. Im späten Frühling kriegt man ja fast alles hin. Das heißt, wir haben doch jetzt doch schon ein paar Felder hier für uns gekauft. Dann düsen wir hier gleich wieder zurück. Jetzt haben wir hier ein bisschen eine längere Strecke vor uns. Schicken den hier los. Ah, ein bisschen Durst. Ja, wir sehen Pickup und der 7250 Pro sind noch unterwegs. Das System Autodrive meldet uns ja, wenn er angekommen ist. Da können wir dann hinwechseln und den Anhänger, seht ihr, Driver 7210 Pro ist angekommen. Das heißt, hier können wir das dann gleich ändern.
Ich werde uns da einen anderen Hänger besorgen. Also teuer das allerdings jetzt nicht mehr sein, weil unser Geld geht langsam flöten und man muss immer ein bisschen aufpassen. In Season, da ist man ruckzuck pleite, weil das Geld dann doch nicht so schnell hereinkommt. Man muss einfach die Zeit ein bisschen überbrücken, bis man dann mal zur Ernte kommt. Und man hat halt auch nur einmal im Jahr die Ernte. Und ja, die Felder sind jetzt nicht alle wirklich groß. Das heißt, es kommt nicht riesen viel rüber, sondern immer nur ein bisschen was. Wir fahren jetzt hier nochmal durch und dann wechseln wir rüber zum Shop. Und dann wollen wir das mal austesten, ob das funktionieren kann, was wir da vorhaben. So, einmal das. So, wir drehen nochmal, dass wir auf einer schönen Gerade stoppen. Nicht einfach so querbeet anhalten, das ist einfacher, wenn man wieder einsteigen möchte. Wir sinken und stoppen hier schön an. So, der fährt noch, der ist angekommen. Ja, den fahre ich jetzt einfach mal hier rein und werde den gleich mal los. Den hängen wir hier ab. Und gehen hier auf Verkaufen. Es gibt noch 24.000. Anhänger, was wollen wir uns holen? Denselben für 27.000. Oder wollen wir uns vielleicht schon gleich den Transbase für 31.000 besorgen? Ich würde uns diesen gerne besorgen. Das machen wir jetzt auch. Der hat schon ein bisschen eine ordentlichere Größe. Ist nicht mehr so das Kleinste. Und dann fahren wir mit dem wieder zurück. Was wir noch im Ort vor Hof brauchen, ist so eine Werkstatt. Also dann haben wir das jetzt schon aufgebaut. Ich denke, da werden wir nächstes Mal nochmal genau schauen, ob wir das haben. Und einen Weg zu unserem neuen Hofbereich müssen wir noch anlegen, weil wir sind ja umgezogen, wie ihr gesehen habt. Wir fahren, das liegt mir noch nicht, auf die 117. Und los geht's. Dann kann der mal losdüsen. Es sieht schon lustig aus. Der kleine Traktor mit Pflegebereifung und der riesen Hänger. Ja, sie werden schon ankommen, hoffe ich mal. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier, der kann eigentlich gleich weiter, oder? So wie ich das sehe, jawohl. Der kann gleich weiter, nein, kann er nicht, seht ihr, ist doch noch was nicht drin. Nochmal zurück. Maschine ist nicht eingeschaltet gewesen, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Ja. Jetzt geht's wieder. Ja, liebe Leute, hier mit diesem Bild von einem wunderschönen Wetter hier auf der Hot Online Farm auf dem Feld 115. Wir beide bei der Arbeit. Ich finde, ein schönes Abschlussbild. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Wir sind dabei, das eine oder andere umzurüsten, hier die Felder zu bestellen. Es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Lasst doch ein Däumchen da, gerne auch ein Abo, so verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Ich finde, es ist eine ganz interessante Sache. Lasst doch auch einen Kommentar da, wie ihr es so findet. Wenn auch nur ich momentan rede. Kollege, wie gesagt, wir müssen uns mal sehen, ob wir das irgendwann hinkriegen, dass auch er vielleicht mal das eine oder andere Folge mal ein bisschen was sagt. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut und wir sehen uns sehr gerne auf einem der nächsten Videos wieder.
Bis dahin, wünsche euch was. Ciao, ciao.